Sophie Scholl, geboren am 9. Mai 1921, hingerichtet am 22. Februar in München. Deutsche Widerstandskämpferin, Philosophin, Zeichnerin, Künstlerin und auch eine der ersten Street-Art-Aktivistinnen. Sie hatte damals die Widerstandsgruppe der Weißen Rose überzeugt, mit Stencil-Schablonen, Sprüche und Parolen gegen Hitler auf die Wände der Universität in München zu schmieren. Sophie Scholl war auch eine gute Zeichnerin. Ich bewunderte Sophie Scholl schon seit meiner Realschulzeit. 2016 im November habe ich ihr Grab besucht, wo sie neben ihrem Bruder und dem Herrn Probst von der Weißen Rose beerdigt ist. Dort habe ich eine Kerze für sie angezündet und mein Buch niedergelegt. Sie stand oft allein mit ihrer Meinung und ihren Gedanken. Aber sie hat sich durchgesetzt. Und die Widerstandsgruppe der Weißen Rose ist bis heute eine Legende. Diese tapferen Geschwister Scholl haben bis zum Tod geschwiegen über ihre Kameraden des Widerstandes der Weißen Rose. Sie wollten sie beschützen. Und aufrecht sind sie in den Tod gegangen, verurteilt vom Reichsgerichtshof Richter Freisler. Doch sie haben sich nicht einschüchtern lassen und heute gibt es in ganz Deutschland so viele Schulen, die ihren Namen tragen. Hier auf dieser Webseite könnt ihr nun diese Schablonen herunterladen, in Vektorformat von A4 bis A0 quasi ausdrucken, ausschneiden, Stencils machen, also Sprühschablonen, aber auch auf Karton ausdrucken, ausmalen und das dann am 9. Mai, ab dem 9. Mai 1921 zu ihrem 100-jährigen Geburtstag viele Kunstwerke von SchülerInnen in ganz Deutschland entstehen werden, die wir dann auch hier veröffentlichen und auch mit dem Hashtag SophieScholl100. Ich danke euch. Und das sind die Fotos von dem Grab, dem Friedhof in München, wo die Widerständler der Weißen Rose beerdigt wurden. Und hier sehen wir noch den Innenhof der Universität in München, wo Sophie Scholl dann beim Verbreiten des 6. Flugblattes der Weißen Rose geschnappt wurde. Sozusagen die letzte Aktion der Weißen Rose.